So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und wir haben die 2000 Abonnenten geknackt. Erstmal danke dafür. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich überhaupt so ein Video überhaupt machen darf, dass wir in Anführungszeichen so viele Abonnenten haben. Und ich sage auch extra wir, weil ich alleine, klar, es ist mein Account, aber ihr alle da draußen macht das halt. Für manche mögen 2000 Abonnenten nicht viel sein, für mich schon und ich sehe ja auch in den Livestreams die ganze Unterstützung und alles. Also da geht nochmal Gruß an jeden Einzelnen raus, der egal wie lange mein Video geguckt hat oder im Livestream dabei war oder bei den Custom Games oder gespendet hat oder mir einen Skin geschenkt hat. Die Liste wird immer, immer länger. Also ganz ehrlich, ich müsste einfach mal. Ist jetzt nicht irgendwie, um, sag ich mal, ein bisschen anzugeben oder so, sondern hier habt ihr einfach mal eine Liste, was ihr alles so rausgehauen habt. Also ich habe jetzt mal eben zusammengerechnet, wir sind jetzt bei fast 9000 V-Bucks, die ihr für mich ausgegeben habt. Hier ist einfach mal die Liste, wer wie viel ausgegeben hat, in Anführungszeichen. Ihr wisst ja, unterm Stream oder unter den Videos ist immer so eine Hall of Fame. Die besten 5 werden da eingetragen. Und Gruß geht da wirklich nochmal an jeden Einzelnen raus. Egal, ob er mit Geld gespendet hat, mir einen Skin geschenkt hat, ein Emote, eine Lackierung. Also alles wird von mir auch aufgeschrieben. Da bin ich so ein kleiner Statistik-Junkie. Und ich kann euch ja wirklich nur immer wieder sagen, danke für alles, was ihr bis jetzt so schon gemacht habt. Ich weiß, wir sind noch ein relativ kleiner Kanal. Einige schreiben immer wieder, ja, du hast eigentlich mehr Abonnenten verdient und mehr Zuschauer. Aber ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, bin ich vollkommen zufrieden. Klar, wenn mehr Abonnenten dabei kommen, ist natürlich schön. Aber wir sind hier noch am Anfang. So, jetzt erstmal, was kommt als nächstes? Die 2000 haben wir jetzt geknackt. Wir haben gesagt, die nächste Skin-Verlosung findet statt bei 2500 Abonnenten. Also wenn du komplett neu gerade bist, gerne ein Abo dalassen. Die Glocke aktivieren für dich selber, damit du einfach nichts mehr verpasst. Weil in den Videos werde ich natürlich auch verraten, wann Skin-Verlosungen sind und so weiter und so weiter. Das Wichtigste ist allerdings, ich habe es extra neu angenommen, eine Freundschaftsanfrage schicken. Ihr seht, es werden langsam immer mehr. Erstmal danke auch die, die halt mitmachen. Klar, ihr kriegt umsonst einen Skin. Ist mir schon bewusst, dass da manche einfach, ja, ich schicke dir mal eine Freundschaftsanfrage, vielleicht gewinne ich ja. Kann ich vollkommen verstehen. Ich zeige euch nur kurz nochmal, wie das Ganze funktioniert. Einfach YT-Family-Hack. Warum müssen wir das Ganze machen? Ganz einfach. Epic Games sagt einfach, 48 Stunden müssen wir befreundet sein, damit wir uns einfach gegenseitig Geschenke zuschicken können. Bedeutet, ist eine Verlosung da, müssen wir 48 Stunden befreundet sein. So, ich nehme hier gerade noch die letzten an. Und dann gehen wir auch schon direkt rein in den Shop. Ich musste schon reingucken. Es sind nette Sachen dabei, sagen wir mal so. Nämlich dieser Skin. Das Gesicht ist ein bisschen crazy, aber es ist eine Schlange. Wenn ihr, ich weiß nicht, der erste Blick gerade. Ich habe eben nur ganz kurz reingeguckt, aber wenn ich jetzt so richtig hingucke, er ähnelt schon dem Raben. Also der Rabe sieht ihm schon von der Statur und allem ziemlich ähnlich. Oder es ist, ich glaube, der Rabe hat auch die Arme so verschränkt gehabt. Aber es ist auf jeden Fall ein nicer Skin. Und dann für 1500 V-Bucks, finde ich, geht der Preis vollkommen in Ordnung. Also der Skin hat was. Also definitiv. Ach so, und wundert euch nicht, dass unten 0 Abonnenten steht. Der Abonnentenzähler spinnt rum. Jetzt habe ich 0, in der Stunde steht auf einmal wieder 28.500. Träume. Aber es steht halt da, ich kann dafür leider nichts. Ich habe schon geguckt nach einem anderen Abonnentenzähler, aber die anderen, die gefallen mir irgendwie überhaupt nicht. So, dazu gibt es natürlich noch das passende Rückenaccessoire. Leider wird nicht mehr der Skin angezeigt und dann das Rückenaccessoire. Ist ein bisschen blöd, aber so kann man sich trotzdem ungefähr vorstellen, wie das Ganze aussieht. Also der Skin hat definitiv was. Heißt auch Cobra. Angelehnt natürlich an Cobra. So, dann haben wir natürlich noch eine Spitzhacke. Natürlich Zweihand.
Meine Ton ist okay. Die Spitzhacke sieht eigentlich auch ganz nice aus, aber man muss halt schon so ein bisschen mysteriösen Skin haben, denke ich mal, damit die Spitzhacke da richtig zur Geltung kommt. Dann haben wir immer noch Schlachtenstäbchen dabei. Der Skin ist natürlich einfach nice. Man kann es einfach nur immer wieder sagen. Mein Sohn hat ihn sich dann auch gekauft. Hat sich gedacht, ach, ich habe so viel V-Bucks, kann ich mir den auch mal kaufen. Wie er den Battle Pass bezahlen soll, weiß er auch noch nicht. Also denkt dran, ihr braucht immer ein bisschen V-Bucks für den Battle Pass. Wenn ihr kein Rette die Welt habt, dann ist es nicht so wichtig, weil 1000 V-Bucks kriegt ihr schnell zusammen. Nur wenn ihr kein Rette die Welt habt, haltet euch die V-Bucks zusammen. Wie gesagt, auch passende Rückenaccessoire. Hat drei verschiedene Stile. Einmal voll maskiert quasi. Einmal mit Matsch im Gesicht. Einmal clean, frisch geduscht. Und dann nochmal einmal mit Kopfbedeckung quasi für den Nachtmodus, wenn es auf der Map einfach mal ein bisschen dunkler wird. Ja, so, dazu natürlich passende Rückenaccessoire. Auch reaktiv. Also reagiert, wenn ihr irgendwas macht. So, dazu noch die, ich finde es wirklich nice, die Blasencamo. Also die Tarnung gefällt mir halt wirklich richtig gut. Ist zwar auch animiert, aber ich habe ja schon mal gesagt, leicht animiert ist okay, solange es nicht übertrieben ist. So, das war das. Dann haben wir wieder die Clouds im Spiel. In zwei Varianten. Einmal die quasi die menschliche Version. Und einmal mit komplettem Kopf. Also der andere hat auch einen Kopf, aber ihr wisst, was ich meine. Das hier ist ein geschminktes Gesicht und da hier einfach nur ein Kopf drauf gesetzt. Der Skin ist natürlich nice, aber euch muss klar sein, ihr werdet wahrscheinlich eher gesehen als andere. Aber als Gimmick einfach nice. War ja so ein bisschen die Richtung, ob von S was kommt. Da kam ja leider irgendwie nicht wirklich was. Da kam wieder ein richtiger Skin zu. Oder sonst irgendwas, was ich eigentlich ziemlich schade fand, weil es war so mein erster Horrorfilm. Dann habe ich schon gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Dann das passende Rückenaccessoire, einfach ein Lama aus Luftballons. Man kennt es. So, dann haben wir das Emote Tanzspagat. Das ist Musik, die geil ist. Kann man die Musik nicht als Hintergrundmusik haben? So, dann haben wir auch noch eine neue Tarnung, nämlich Neongift. Die sieht mal richtig geil aus. Also das ist eine Tarnung, die gefällt mir wirklich gut. Nicht übertrieben, aber halt so, als würde sie von unten beleuchtet werden. Alter, die ist mal richtig nice. Boah, die ist gut. Die ist richtig nice. Wie sie ingame aussieht, weiß man natürlich nicht, aber dieses leicht dezente Licht, als wären halt so Neonlichter drin. Also sieht richtig nice aus. Also nicht schlecht. Dann haben wir das Emote Rage Quit wieder drin. Ja, das würde echt zu mir passen. Wie oft ich meinen Controller schon auf den Tisch gelegt habe. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Also ich muss sagen, ich habe immer noch keinen Controller kaputt gemacht. Ich spiele jetzt gefühlt seit 25 Jahren und immer noch nichts kaputt gemacht. Aber ist nice, aber habe ja schon mal gesagt, wenn du einen Kill gemacht hast und willst einen damit wegholen, ja, passt dann doch nicht so ganz. Dann haben wir die, finde ich, nicht so hübsche Matchball. Also, ich weiß nicht, nee. Da hätten sie einfach einen anderen Skin nehmen müssen. Klamotten und alles sieht nice aus, aber einfach einen anderen Skin. Weil der sieht echt komisch aus, finde ich. Uah. Nee. Dann haben wir Erntewerkzeug Rosa Flamingo. Wurde in Season 1 eingeführt. Ist also ein Season 1 Gegenstand. Aha. Stimmt, ich habe gar nicht jetzt mal geguckt. Warte mal, das wurde Season 9.
Season X, ja, gerade neu. Season 9. Season 5 sogar schon. Ja, der ist klar, ist neu, der ist auch neu. Also da haben wir wieder mal einen Season 1 Gegenstand. So, dann natürlich nochmal Gruß an alle, die bis jetzt abonniert haben. Wer noch nicht, gerne jetzt. Und vergesst nicht, Creator Code eintragen. Einfach auch YT-FamilyHack. Und denkt dran, guckt ständig nach, ob der noch eingetragen ist. Spätestens dann, wenn ihr eben was kauft. Hier oben rechts steht der Creator Code auch nochmal. Guckt einfach mal rein, ob ihr noch eingetragen habt. Geht jetzt nicht um mich, sondern generell, wenn ihr irgendeinen unterstützt, dass da halt wirklich immer irgendjemand steht. Dasselbe seht ihr auch nochmal als letzte Möglichkeit, wenn ihr etwas kauft, dass da unten drunter halt der Creator Code steht. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem aktuellen Shop. Denkt immer dran, gebt nicht zu viel Geld aus. Aber ich kann euch schon vollkommen verstehen, wenn man sich zwischendurch mal irgendwas gönnt. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, haut rein.